Willkommen zurück. Wir haben im letzten Part dieses Level hier nach langem Hin und Her abgeschlossen und haben nun genug Wunderseeds, um uns zum ersten Boss widmen. Das, um was in diesem Level gehen soll. Schwierigkeit Grad 3, ich habe Angst und das machen wir auch direkt gleich. Ich will es eigentlich immer so erstmal Mario probieren, wenn du es dann nicht hinbekommst, die erste übergeben, dann willst du eine kleine Herausforderung haben. So. Und das wird das andere Level sein, was wir in dem Part heute machen. Jetzt bleibt ein bisschen länger, aber vielleicht brauchen wir hierfür ja auch mehr Zeit. Also, ich wäre mir nicht so sicher, dass wir das in sehr absehbarer Zeit so vollenden können. Was ist das denn bitte? Ja, wer weiß, wer weiß. Wir werden es herausfinden. Hat so einen gewissen Vibe von, hier könnte stressig werden. Aber yay, wir sind Elefant, okay. Wie das Zeugs hier bekommen sollen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ist ja auch gar nichts. So, ich glaube, das Grüne sieht nicht unbedingt so appetitlich aus, aber wenigstens geht es nicht nach oben oder steigt es oder sowas. Da wird bestimmt später nochmal was dazu kommen. Ach komm. Gut, haben wir das mal geschafft. Und hier gibt es noch ein paar so eine Items, das unbedingt wieder braucht, wie das hier zum Beispiel. So, da ist auch eine Wunderseed. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Dann ist es, in den ich hier reingehe, ne? Also, es ist massbar optional, diese Alistair-Trip, aber ich habe da Bock drauf, den hier wieder zu haben. Immer noch mal, was hier passiert, ne? Irgendwie fällt hier nämlich gefühlt alles halber zusammen. Müsste es theoretisch auch mal ohne Alistair-Trip machen und schauen. Ja, was dann passiert und wie das funzt. Ach, der geht da rein. Scheiße. Das wusste ich halt nicht, ne? Ich dachte, bleibt davor stehen. Boah, soll man denn wissen, dass die da komplett reinfällt, ey. So, jetzt sind wir irgendwie gerade klein, weshalb auch immer. Aber hier wäre vielleicht dieses andere Item auch nicht, dass man automatisch nach wieder groß wird, aber was soll's. Warum machst du nochmal mit der Wunderseed? Aber diesmal bringen wir nur an Stellen, wo wir uns auch sicher sind, dass man das, ja, das ist für uns gut ausgeht, das Ganze. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oh, die haben aber Essen geholt, das ist auch ganz gut. Also, darauf falle ich nicht nochmal rein. Ach du Scheiße. Komm, Digga, da konnte man halt nicht mehr rausgehen. Das ist halt so ein bisschen fies. So, wenn wir wenigstens groß wiederbelebt, das stemmt mich doch gerade echt blöd an, ne? So, jetzt in dem, ja, willst du es aber schaffen diesmal? Ich könnte das auch ganz normal machen, aber nein, ich will jetzt so mit dieser. Und das sieht hier machen. Mal noch, wie das wird, ne? So.
Die fallen wieder runter, lol. Ah, nicht nochmal einen Sam-Fehler machen. Das wäre erst unnötig. Vielleicht gibt es noch was anderes. Okay, so hoffentlich kommt der Boss nicht in der... Ist jetzt hier am besten zu beenden sollen. Oder haben wir es jetzt trotzdem beendet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Oh toll, tolles Item. Weißt du, selbst nicht, ob wir noch einen Wonder-Seed-Modus drin sind oder nicht. Ich glaube, Stefan, du kannst mich aufhalten, Hela. Gut, dann lass uns spielen. Okay. Ja, ich werde lieber gerne Elefanten und leider habe ich das ein bisschen verkackt. Ich habe auch keinerlei Elefanten-Item bei mir. Ich muss jetzt einfach so irgendwie sinnvoll machen. Ein bisschen dumm, dass du genau den Moment hochspringst. Wo ist da? Ja, das bin ich halt gerade klein. Das geht, das passt mir ehrlich gesagt gar nicht. Mal super schnell ein Item holen. Vergiss es, hier gibt es nichts. So, und jetzt werde ich auf einmal sehr klein, er Tag groß. Das ist nämlich ein bisschen super ungünstig. Weil gar nichts wie ich da in irgendeiner Form mich da raushalten soll. Einfach als ganz kleine Ecke so kugeln. Digga, ich wollte halt draufspringen und den so besiegen, ey. So ein Müll. So, jetzt bin ich wenigstens mal groß. Das ist eine gute Grundvoraussetzung. Jetzt haben wir aber so voll ein Item bekommen. Elefant, bitte. Nein, schon wieder nur. Okay, wenigstens habe ich dann eins im Backup, falls es klein wird. So. Komm, let's go. Dort fallen es rum. Ich könnte natürlich auch einfach Yossi nehmen, damit wäre es einfach, aber das wäre ja. Ne? Kindergarten. Wir wollen es mit Mario schaffen. So sieht es nämlich aus. So, jetzt wird es auch immer total groß. Ja, das finde ich noch was einfach. Verpiss es. Du, jetzt vielleicht ist er da total klein, er total groß. Das ist wirklich etwas, was ich sehr. Ich habe keine Ahnung, hab, wie ich das überleben soll. Ja, gut, doch, wenn ich so einfach kurz davor anfange hochzuspringen. Dann geht das schon. Nicht genau so. Ah. Scheiße. Und das ist ja weg. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft, oder? Puh. Aber das ging. Es ging. Los, sonst kann Bock machen, geh ich, verständlich. Und ich werde eigentlich wieder normal. Und hier haben wir's. Eine Königssamen! Perfekt, das ist doch sehr super. So muss das. Ja, das ist schön. Und so gelang es Mario dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Und den Prinzen. Mit den geretteten Königssamen werden sie es wieder Bowser zu, damit ein Schloss verschlossen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Bis später! Und das sage auch ich, liebe Leute. Und das war's mit dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!